Ja, hallo und herzlich willkommen zu Angeschnitten Live, dem ersten Livestream in der Mai-Tischtennis-Geschichte tatsächlich. Und den veranstalten wir heute anlässlich unseres 10. Geburtstags. Mai-Tischtennis wird heute 10 Jahre alt. Wir Willkommen, das haben war's. uns das alles so ein bisschen anders vorgestellt tatsächlich. Wir wollten unsere beiden Gäste hier zu uns ins Mai-Tischtennis-Hauptquartier einladen, natürlich mit Maske und Abstand und allem drum und dran, aber dann kamen die für heute geltenden verschärften Corona-Bedingungen oder Einschränkungen besser gesagt. Und so haben wir uns jetzt entschlossen, das Ganze als Videokonferenz zu machen. Natürlich auch mit den technischen Gefahren. Wir drücken uns alle die Daumen, dass die Leitungen halten. Wenn nicht, wenn einer ausfällt, dann bitten wir um ein bisschen Nachsicht. Wir versuchen dann aber ganz schnell alles wieder in die Reihe zu bekommen. Ja, also, wer mich nicht kennt, ich bin Janina, ich bin Chefredakteurin bei mytischtennis.de. Ich habe das dieses angeschnittene Format auch schon öfter gemacht, vielleicht hat es der ein oder andere schon mal gesehen. Und ich habe hier zwei Gäste sitzen, beziehungsweise zu Hause. Das eine ist der Ricardo Walter, Nationalspieler und Bundesligaspieler bei Borussia Düsseldorf, aktuell 89. der Welt. Und der Ricardo hat was geschafft, was ganz wenige in diesem Jahr geschafft haben. Er hat einen Titel gewonnen. Da gab es ja nicht viele zu holen und einen ganz wichtigen sogar. Er ist deutscher Meister, deutscher Einzelmeister geworden 2020. Und auf der anderen Seite haben wir Lars Hielscher sitzen. Der ist auch ehemaliger Nationalspieler, aber hier ist er vor allen Dingen in seiner Funktion als Co-Trainer der Herren-Nationalmannschaft. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit 2017, Lars, bist du als Assistent von Jörg Roßkopf zuständig und übernimmst hier heute die Trainersicht. Genau. Ja, und wir drei haben uns zwei Themen vorgenommen. Das habe ich euch, liebe mytischtennis.de-User, ja auch schon vorher mitgeteilt. Das eine sind die Corona-Folgen oder die Corona-Auswirkungen für den Profibereich. Und dann verlassen wir sozusagen das sichere Terrain von den beiden, von Lars und Ricardo, und gehen in den Amateurbereich und wollen einmal schauen, an welchen Stellschrauben ein Amateur schrauben kann, um sich noch weiter zu verbessern und wie hoch es noch für Amateurspieler gehen kann. Gut, das mal zum Vorgeplänkel. Jetzt wollen wir in die Diskussion einsteigen. Und ja, wir beginnen mit dem Thema, was gerade alles bestimmt, Corona. Seit heute haben wir den Lockdown Light, was für den Tischtennissport leider bedeutet, dass viele Hallen geschlossen sind, dass man keinen Amateursport ausüben darf und damit auch kein Tischtennis. Ja. Lars, wie schaut es bei euch denn aus? Dürft ihr trainieren? Hast du heute im DTTZ ganz normal Training gemacht oder wie ist es bei euch im Profibereich? Ja, bei uns ist glücklicherweise gilt der Profisport, gelten andere Regeln und wir dürfen aktuell weiter trainieren. Anders als im März, als der erste Lockdown kam, da waren wirklich 2 Wochen komplett das Zentrum, das deutsche Tischtenniszentrum auch zu. Wir durften gar nicht trainieren, wurde komplett geschlossen. Jetzt ist so, dass der Profisport weiter trainieren darf. Also wir haben heute ganz normal trainiert wie letzte Woche. Wir haben schon sehr lange strenge Regeln im Zentrum, angemessen eben an die Situation, die gelten natürlich weiter. Wir haben einige Dinge selber auch nochmal verschärft. Also der Kraftraum, der zum Beispiel, der ein bisschen kleiner ist, da haben wir die Personenzahl nochmal reduziert. Aber in der Halle, wo eine sehr gute Durchlüftung möglich ist, dürfen wir aktuell weiter trainieren, mit den Profileuten. Jetzt werden viele mytischtennis.de-User sagen, naja, wir haben auch tolle Hygienekonzepte entwickelt und wir halten ja auch Abstand und Tischtennis ist kein Kontaktsport. Profis können sich ja genauso anstecken wie Amateure. Wie kann man das rechtfertigen? Ich denke schon, dass der Unterschied ist eben, dass das die Berufsausübung ist. Also auch andere, es ist eben kein Freizeitsport, sondern die Jungs, auch wir Trainer, wir leben davon, das ist unser Beruf. Und das ist ja in vielen anderen Branchen auch so, dass es da Sonderregelungen gibt, was alles angeht, was eben nicht den Freizeitbereich betrifft, sondern ja, wenn man seinen Beruf ausübt. Ich hatte es gelesen mit den Beherbergungsverboten. Das gilt zum Beispiel auch nur für touristische Zwecke. Und wenn man dienstlich verreist, ist das halt nach wie vor nötig vielleicht und eben auch möglich dann. Und ich denke, das ist schon ein wichtiges Argument. So hat das Ganze ja auch angefangen. Die Fußballer waren da ja so ein bisschen Vorreiter im März, April, dass sie ein sehr gutes Konzept vorgelegt haben, aber eben auch gesagt haben,
Das ist der Beruf, der Job und der muss natürlich irgendwann auch dann wieder weitergehen. Und ich denke schon, das ist ein wichtiges Argument, ein Unterschied zu einem Freizeitsportler. Für die unsere Freizeitsportaktivitäten gelten ja die gleichen Regeln wie für alle anderen. Also dass kein Tennis, Schwimmbäder sind, glaube ich, geschlossen und so weiter. Ich denke, das ist der Unterschied und das ist aus meiner Sicht schon verständlich. Ricardo, wie schaut es denn in der Profiliga aus? Wisst ihr schon, geht es ganz normal weiter in der TTBL oder gibt es da auch Einschränkungen im Spielplan? Ja, erstmal Hallo von mir an alle. Ja, der Plan ist natürlich, dass wir probieren, weiterzuspielen und uns irgendwie durch den Spielplan zu kämpfen. Ja, die unteren Ligen haben ja die Saison unterbrochen. Jetzt hat die Regionalliga und Oberliga gefolgt. Also es bleiben ja quasi noch die drei höchsten Spielklassen. Aber bei uns ist es auch so, dass das Pokalspiel jetzt am Wochenende ausgefallen ist gegen Hamm, aufgrund von Corona-Fällen im Team. Für nächste Woche habe ich schon gelesen, dass unser Gegner Bad Homburg keine Halle mehr hat, da ja, Hessen die Sporthallen geschlossen hat. Also deswegen wird da vielleicht noch das Heimrecht getauscht oder das Spiel verlegt. Ja, wir probieren irgendwie den Spielplan so halbwegs durchzubekommen, aber wir stoßen natürlich immer wieder auf neue Probleme. Und ja, am Ende müssen natürlich alle 12 Mannschaften ihre Spiele hinbekommen. Und ja, da gibt es viele Dinge, nicht nur Corona, auch die Bubble in China und so weiter, was natürlich den Spielplan alles so ein bisschen ausbreitet. Von daher glaube ich, das wird noch sehr spannend alles. Ja, du hast gerade schon gesagt, das Pokalspiel wurde abgesagt wegen Corona-Fällen in der Mannschaft. Trainiert die Angst da auch bei dir so ein bisschen mit, dass jemand aus deinem Team infiziert sein könnte? Und ihr müsst ja einfach in dieser Halle zusammen sein und miteinander schwitzen und atmen. Hast du Sorge, dich anzustecken? Ja, also erstmal waren es die Gegner, es war bei uns jetzt Nee, keiner das ist schon klar, betroffen ja. davon. Aber ja, man hat natürlich schon immer Angst, sich anzustecken, weil ich meine, krank werden möchte dann niemand. Aber auch gerade, ja, hat man schon ein bisschen Angst davor, wenn das jemand anders hat, dass man dann 2 Wochen in Quarantäne muss. Also man hat den Virus dann vielleicht nicht, aber man sitzt dann trotzdem 2 Wochen zu Hause eingesperrt. Man kann dann seinen Job nicht ausüben. Ja, und hat eigentlich dann auch mehr oder weniger nichts zu tun, nur weil man vielleicht mit jemandem halbwegs in Kontakt war, oder mit einem trainiert hat. Deswegen müssen wir natürlich da immer stark aufpassen und mit den Hygienekonzepten das alles gut umsetzen und dass wir da uns nicht so einer großen Gefahr, ja, ausgeben. Ja, schauen wir mal so ein bisschen auf die Corona-Pause, die jetzt hinter uns liegt. Beziehungsweise du, Ricardo, hast ja einen super Start ins Jahr hingelegt. Hinter dir sieht man ja auch ein paar Pokale stehen. Ich nehme an, der deutsche Meisterpokal, den hast du da auch aufgestellt und den alle nochmal bewundern können. Nein, ein super Start ins Jahr und dann kam alles ganz anders als gedacht und es wurden keine Wettkämpfe mehr ausgeübt. Wie hast du diese lange Wettkampfpause, diese lange Pandemiepause für dich selbst empfunden? Ja, es war natürlich erstmal sehr hart. Das Jahr ging gerade gut los, also auch für mich, aber ich glaube für alle von uns. Wir haben uns gefreut auf die Turniere, die Olympischen Spiele standen vor der Tür. Ja, standen da wichtige Entscheidungen an und man hat natürlich da um alles gekämpft. Und ja, die Pandemie hat uns natürlich dann alle so ein bisschen eingeholt und zurückgeworfen oder mehr oder weniger eingesperrt am Anfang, weil ja alles neu war. Aber ja, ich war jetzt nicht derjenige, der den ganzen Sommer dann durchtrainiert hat. Ich wurde auch operiert im Mai, bin da sowieso 6 bis 8 Wochen ausgefallen. Eigentlich den ganzen Sommer über, habe dann ja auch noch die Playoffs verpasst, die ja dann sogar noch im Geisterspiel nachgeholt wurden. Also ja, ich habe den Sommer dann so halb irgendwie mit Reha verbracht und mit Aufbautraining und bin eigentlich erst wieder ab August ins Training richtig eingestiegen. Von daher habe ich, sag ich mal, die erste Welle mit dem Training nicht so viel zu tun gehabt, aber habe natürlich von den Jungs gehört oder auch gerade die Regeln im Kraftraum und so weiter, dass der dann geschlossen war. Das habe ich natürlich alles mitbekommen. Ja, von daher war man natürlich viel mit sich selbst beschäftigt. Man hat viele Dinge zu Hause erledigt, zu denen man sonst gar nicht kam, und sich über ganz andere Dinge Gedanken gemacht, wie nur um Tischtennis. Ja, Lars, vielleicht an dich dann die Frage, wenn Ricardo dann gar nicht so viel trainiert hat in dieser Zeit, wie geht man denn so eine Trainingseinheit an, wenn man keine konkreten Events mehr hat, auf die man hintrainiert?
Mein Stream hat gerade ein bisschen gehangen. Ich hoffe, dass ich nichts wiederhole, was Rick vielleicht gerade schon gesagt hat. Das war natürlich am Anfang tatsächlich nicht so eine einfache Situation, dass nach und nach die Turniere abgesagt wurden. Also wir hatten gehofft, noch die Mannschafts-WM, dass die durchgeführt wird. Das wurde immer mal verschoben, das Turnier, und dann endgültig abgesagt. Aber es war natürlich auch eine Zeit, wo wir wirklich mal als dann irgendwann absehbar war, dass wahrscheinlich länger nicht gespielt wird und länger keine Wettkämpfe stattfinden, wo man mit den Spielern sehr gut an Schwerpunkten arbeiten konnte. Das hat man sonst wirklich nie. Wir haben eine unheimlich hohe Wettkampfdichte halt im Profisport-Tischtennis. Eigentlich die Saison geht mittlerweile 12 Monate, kann man sagen. Früher waren es 11 Monate, gab eine Sommerpause. Da sind jetzt immer auch World Tour-Turniere. Und gerade für die jungen Spieler war das eine Zeit, wo wir sehr gut wirklich mal an Schwerpunkten, technischen Schwerpunkten arbeiten konnten und haben auch gemerkt, dass gerade die jüngeren Spieler alle eigentlich einen Sprung gemacht haben in dieser Zeit. Also ist es eigentlich oft auch im Leistungssport, Profisport, man muss jede Situation so annehmen, wie sie ist, und versuchen, eventuell auch was Positives daraus zu ziehen. Und das haben die Spieler eigentlich relativ schnell und relativ gut gemacht. Die haben die Situation gut angenommen. Rossi und ich, wir waren auch am Anfang ein bisschen skeptisch, wie lange hält diese Euphorie, als es wieder losging. Es wurde unheimlich gut trainiert am Anfang, aber wir dachten auch, wie lange hält das wohl? Aber das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also die haben auch ein Kompliment an die ganze Mannschaft, an die Spieler, haben sehr, sehr lange einfach sehr gut trainiert und ja, sich auch verbessert in der Zeit ohne Wettkämpfe, die sonst immer anstehen. Meine Frage ins Blaue: Gibt es irgendwas Verrücktes, was ihr mal versucht habt jetzt in der Zeit, weil man ja sowieso nichts falsch machen kann? Also was weiß ich, alle sollen sich vegan ernähren oder also mal was ganz anderes? Da gibt es bei uns sowieso einige. Also das Thema ist tatsächlich mit der veganen Ernährung so der Corona-Zeit, also so vor einem Dreivierteljahr, denke ich, fing das an. Und einige unserer Spieler, Benedikt Duda zum Beispiel, macht das noch immer, ernährt sich vegan. In der Corona-Zeit selbst jetzt, ja, man hat die Schwerpunkte so ein bisschen verschoben. Natürlich hat man auch gesagt, die können im Athletikbereich mal was Neues ausprobieren. Unsere Athletiktrainer der Nationalmannschaft, Ralf Färber und auch Benny Schmitz, haben da ein paar Pläne geschrieben, ein paar neue Sachen angestoßen. Ich hatte durch meine Diplom-Trainer-Ausbildung da so einen Einblick, hatte mit Tobias Hippler zum Beispiel über so ein spezielles Training Neuroathletik, ihm das mal in der Zeit ans Herz gelegt. Also man konnte dann wirklich so ein bisschen die Zeit genutzt, ein paar Sachen auszuprobieren, aber jetzt nicht was ganz Verrücktes, sondern einfach ein paar Schwerpunkte verschoben und einfach mal was getestet tatsächlich. Weil sonst eben, ich habe es angesprochen, sehr, sehr schwierig ist bei der hohen Wettkampfdichte, wo eigentlich jede Woche wieder die Leistung gebracht werden muss am Wochenende. Das klingt sehr spannend. Was ist das Neuro-Dingsbums? Kannst du das kurz erklären, was es ist? Neuroathletik, ja, Ja. das wird Neuroathletik. Das geht einfach um Training. Man hat das vielleicht schon mal gesehen. Die Fußballer nutzen das auch. Also gerade die da so ein bisschen innovativer unterwegs sind. In Leipzig zum Beispiel wird das gemacht. Aber auch mittlerweile immer mehr Vereine habe ich gelesen. Geht einfach. Benedikt Duda ist da wieder so ein bisschen Vorreiter, auch der das schon länger macht. So ein Dynamic Eye Training, also dass man Reaktionsvermögen, die Vernetzung einfach im Gehirn immer wieder neue Reize bekommt, Aufgaben gestellt bekommt, parallel eine andere Aufgabe erledigen muss, koordinative Aufgaben, und dazu bekommt man eine Rechenaufgabe, und dann wird der Schwierigkeitsgrad eigentlich immer weiter erhöht, auch so weit, dass man das irgendwann gar nicht schaffen kann. Das ist sogar das Ziel. Die Übungen sollen nicht wirklich trainiert werden, dass sie gut ausgeführt werden können, sondern dann kommt sofort die nächste Stufe. Und darüber sollen halt ja, die neuronale Vernetzung im Gehirn trainiert werden, um eben schneller sich auf neue Situationen einstellen zu können, ja, schnellere Entscheidungsfindung. Also Sachen, die bei uns bei der schnellen Sportart sehr, sehr wichtig sind. Und das, Super genau, spannend. also Benedikt Duda arbeitet da schon jetzt länger mit, und Tobias Hippler hat damit auch angefangen, genau. Und da wollen wir einfach mal sehen, ob sich da in dem Bereich was tut auch.
Ja, also ich glaube, wir haben eine Zuschauerfrage damit schon beantwortet. Das war von Tischtennis Dexendorf. Wie habt ihr euch in der Pause fit gehalten? Da können wir, glaube ich, einen Haken dran machen. Ricardo, du hast eben schon gesagt, es ist ein bisschen schwierig mit der TTBL. Man hat immer die Gefahr, dass ein Spiel ausfällt. Wenn du dir jetzt den Spielplan anguckst, sind eine Menge Spiele verlegt worden, vorverlegt, nachgeholt worden, ausgefallen. Wie geht man damit um, wenn man sich jetzt eine Woche lang auf dieses Spiel, also zum Beispiel auf das Pokalspiel meinetwegen, vorbereitet? Gut, das war jetzt natürlich vielleicht nicht der stärkste Gegner für euch, aber sag mal, man bereitet sich auf ein Spiel vor und dann findet es nicht statt. Wie geht man damit um? Ja, also es war jetzt für uns auch das erste Mal, dass das passiert ist und war jetzt natürlich auch ein bisschen Neuland, aber ich muss sagen, durch Corona ist man eigentlich auf alles eingestellt. Und man weiß eigentlich, dass hinter jedem Spiel ein Fragezeichen ist und man schaut schon gar nicht mehr 2 Wochen nach vorne und sagt, Mitte November spielen wir aber gegen Ulm, sondern man weiß, in 3, 4 Tagen ist ein Spiel und gucken wir erstmal, dass wir das über die Bühne kriegen, ob das alles passt, dass sich keiner von uns ansteckt irgendwo, dass keiner in Quarantäne muss. Und wenn wir das Spiel dann erledigt haben, dann kann man so langsam über das nächste Spiel sprechen. Also die Fußballerfloskel, wir schauen bis zum nächsten Spiel, die stimmt jetzt tatsächlich bei uns auch. Also ja, wir gucken wirklich da im Moment fast von Tag zu Tag, weil sich immer irgendwas ändern kann. Aber ja, man bereitet sich vor, dementsprechend auch auf die Gegner. Aber das Spiel fällt ja trotzdem nicht aus. Also es schadet nicht, wenn ich mich auf den Gegner vorbereite und dann erst in 3 Wochen gegen ihn spiele. Aber ich glaube, grundsätzlich, ja, müssen wir uns mit der Situation einfach so, ja, müssen wir der Situation einfach leben, weil die Option halt gar keinen Sport zu machen oder gar keine Liga zu spielen, ja, die wären noch beschissener. Und so probieren wir halt, ja, wenn es passt, dann spielen wir und wenn nicht, da müssen wir es halt nachholen. Und ja, ich denke, das ist dann für alle, die den Sport ausüben wollen, dann auch die beste Lösung. Ja, eine Option, das Virus oder den Virus aus dem Spielbetrieb rauszuhalten, ist ja, wie das jetzt aktuell in China gemacht wird oder dann auch bei der Champions League, eine sogenannte Bubble, also wo die Sportler dann alle 14 Tage lang gemeinsam in Quarantäne gehen. Was haltet ihr von dem Konzept? Lars. Ja. Ich hab nur einen mal genannt, damit einer anfängt. Ja, also, ja, jetzt in China wird es natürlich wirklich sehr extrem umgesetzt. Also ich habe ein bisschen Kontakt zu Rossi natürlich, zu den beiden Jungs, die jetzt drüben sind, Patrick Franziska und Dimitri Ovtcharov. Und das ist natürlich wirklich sehr hart. Also die haben eine Komplett-Quarantäne im Hotelzimmer, kriegen das Essen zu festen Zeiten vorne hingestellt und haben wirklich 8 Tage, also zweimal 4 Tage, erst 4 Tage, dann eine kleine, also keine kleine, aber eine Reise zum Spielort und dann nochmal 4 Tage eine komplette Quarantäne, wo sie wirklich das Hotelzimmer nicht verlassen dürfen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Auch, ja, natürlich war Dimitri hat mir ein paar Fotos geschickt vom Hotelzimmer, wo er sich körperlich fit hält, hat da viele Materialien mitgenommen, aber gar keinen Kontakt zu einem anderen Menschen für, ja, für 8 Tage, wirklich für eine lange Zeit. Das ist natürlich nicht einfach. Und eben ohne die gewohnte Vorbereitung trainieren zu können. Man kann es natürlich verstehen, man kennt die Chinesen auch, die setzen, wenn die sowas durchführen wollen, immer ja, sehr strikte Regeln um. Und natürlich hat da das Virus auch zuerst gewütet und da sind viele Menschen gestorben, sodass da, glaube ich, auch natürlich eine noch größere Angst vielleicht sogar vorhanden ist. Und ja, deswegen diese strengen Regeln. Insgesamt sehe ich es natürlich positiv, dass wieder gespielt werden kann, also dass nach Möglichkeiten gesucht wird. Wettkämpfe durchzuführen. Die Champions League Bubble hast du auch angesprochen. Und ja, um es sicher durchzuführen, es darf niemand, der dann startet, infiziert sein, ist, glaube ich, die einzige Chance, die Leute vorher zusammenzuholen und dass sie dann so wenig wie möglich eben Kontakt haben nach außen. Ricardo, was erwartest du dir von der ITTF? Wie sollte ein Restart mitten in Corona-Pandemie-Zeiten aussehen? So wie es jetzt gemacht wird? Fair wäre am besten. Ja, die ITTF konzentriert sich natürlich im Moment nur auf die Topspieler.
Also die Turniere, die jetzt stattfinden, da fliegen ja dann nur die Top 20 der Welt hin. Und ja, es ist jetzt der World Cup und das Pro Tour Finale, was jetzt offiziell gespielt wird. Das sind ja zwei Turniere, die sowieso immer stattfinden. Auch wenn man darüber natürlich trotzdem streiten kann. Aber ich denke, wenn es einen richtigen Restart geben soll, so wie er immer angekündigt wird, dann sollte man natürlich probieren, so viele Spieler wie möglich diesen Restart zu ermöglichen. Also es ist klar, dass man nicht immer alles hundertprozentig fair machen kann, aber als Beispiel, dass man probiert, Turniere gleichzeitig zu machen. Eins in Asien, eins in Europa. So kann ich schon mal zumindest die zwei größten Kontinente, was Tischtennis anbetrifft, ja, Turniere gleichzeitig stattfinden lassen und die Spieler können dann halt sehen, kann ich in Europa reisen und dann möchte ich nach Asien reisen, spiele ich gerade in der Liga, habe ich überhaupt Zeit dafür und können das vielleicht eher umsetzen, als jetzt 5 oder 6 Wochen nach China zu fliegen. Ja, das ist, glaube ich, auch mit so einem richtigen Restart-Turnier, wenn da 200 oder 250 Teilnehmer sind, auch gar nicht umzusetzen. Jetzt spielen ja, glaube ich, 20 Leute oder 20 Herren mit. Das lässt sich, glaube ich, ganz gut organisieren, auch mit Quarantäne und Essen und so weiter. Aber so ein richtiges Pro-Tour-Turnier lebt natürlich davon, dass man volle Trainingshallen hat, hunderte von Spielern dabei hat, mehrere Qualifikationsrunden, volle Hotels, volle Mensa jedes Mal. Ja, daran lässt man natürlich, oder es ist natürlich schwer im Moment, das umzusetzen. Aber ja, ich denke, man sollte die Breite der Spieler berücksichtigen und dann auch Turniere für die Spieler, die weit weg sind von den Top 100, ausrichten oder probieren, das auch hinzukriegen und das nicht vernachlässigen. Damit dann halt auch alle wieder die Chance haben, Weltranglistenpunkte zu sammeln, ne? Ja, absolut. Habt ihr denn schon irgendwas gehört, wann das auch für alle Spieler wieder losgeht? Mit welchem Datum? Also es gibt ja, also es gibt einen Kalender, da ist, glaube ich, inoffiziell oder offiziell schon, glaube ich, ab März soll es grob losgehen. Januar und Februar sind da, glaube ich, noch freigehalten, aber ich glaube, das muss man natürlich auch abwarten, wie sich der Virus noch entwickelt. Aber das ist eigentlich der grobe Plan von WTT, so wie man es jetzt mittlerweile nennt und nicht mehr ITTF dann. Ja, ob sich das im März umsetzen lässt, muss man abwarten, aber da wollen sie anfangen und was das dann genau für Turniere sind und wo die stattfinden, das weiß man alles noch gar nicht. Ob es da schon Ausrichter gibt und ja, ich glaube, das kann sich dann auch alles oder die Termine können sich auch immer noch verschieben, je nachdem, wie es dann der WTT, sag ich mal, ja, nicht in den Kram passt, aber so wie sie es organisiert bekommen. Und vielleicht muss man ja auch wieder in Quarantäne, wer weiß. Das sind ja auch alles Sachen, die wird man wahrscheinlich erst nächstes Jahr absehen können. Wie siehst du so die ITTF-Pläne, Lars? Ich sehe auch insgesamt das Konzept, das war jetzt unabhängig von Corona, ein bisschen kritisch. Also Rick hat ja ein paar Punkte angesprochen. Und es ist ja tatsächlich so, dass die ITTF ja sehr vieles aus dem Tennis versucht zu kopieren, aber eine klare Fokussierung eben auf die Topspieler hat. Also viele, auch einzelne Turniere, diese Grand Smashes und so weiter durchführen will, die wirklich nur für wenige Spieler geöffnet sind. Eine viel stärkere Fokussierung auf Topspieler und insgesamt auch wenig Rücksicht auf die Vereinsverträge der Spieler nimmt. Das war jetzt auch der Fall. Denn ich habe es eben gesagt, ich bin froh, dass wieder Turniere stattfinden, aber es wurde natürlich einfach ja, eine sehr lange Bubble reingesetzt, wo eigentlich auch Ligaspiele stattfinden sollen. Und da findet wenig Kooperation und Rücksprache mit den Verbänden und mit den nationalen Ligen statt. Man hat schon den Eindruck, dass die ITTF ja den Vereinssport wegdrücken möchte. Und das sehen wir, ja, sehen viele eigentlich kritisch jetzt in der Tischtennisszene. Und was die Turniere angeht, genau, das ist eh ihr Ziel, sich auf die Topspieler zu konzentrieren. Also das sollte, glaube ich, eh stattfinden. Die Planung jetzt in 2021, ihr habt es beide ja schon gesagt, das fällt unheimlich schwer. Also es gibt jetzt diese Pläne von der ITTF oder eben WTT, wie sie sich jetzt nennen. Ich glaube, das ist wirklich schwierig. Es werden Turniere geplant, aber ob die dann wirklich im März so stattfinden können, unter welchen Bedingungen im Moment, man sieht es,
glaube, vor 6 Wochen, 8 Wochen hätte auch bei uns jetzt niemand diesen erneuten Teil-Lockdown erwartet. Und das zeigt ja, dass es schwierig ist, vorauszuplanen. Also es gibt jetzt aktuell auch Pläne, Swedish Open durchzuführen in einigen Wochen. Und auch da, man weiß, man hat gar noch gar keine genauen Infos, was ist mit Weltranglistenpunkte, wie hoch sind die Punkte, wie soll das Ganze stattfinden. Ich glaube, die Schweden warten auch erstmal ab, gibt es überhaupt Interesse und Meldungen, geht jemand das Risiko zur jetzigen Zeit ein. Also selbst das zeigt, da wurde einfach mal ein Turnier erstmal angesetzt, aber die Spieler kennen nicht genau die Bedingungen, wie es stattfinden soll. Die Schweden warten aber, glaube ich, auf Meldungen und ja, überhaupt, das soll schon in 3, 4 Wochen sein. Man weiß jetzt noch gar nichts und so wird es auch für 2021, glaube ich, sein. Die Pläne können immer wieder angepasst werden oder müssen eventuell angepasst werden. Also plant ihr jetzt überhaupt irgendwas? Oder sagt ihr einfach mal, komm, wir schauen mal, was kommt? Ja, man kann wirklich nicht groß vorausplanen. Also man hat natürlich diese Termine im Kopf, 23. Juli hoffentlich Olympische Spiele. Wir haben die komfortable Situation, dass wir bei den European Games schon die gesamten Startplätze uns erspielt haben und nicht noch die Qualifikationsturniere, die auch untergebracht werden müssen und gespielt werden müssen, alle ausgefallen sind, dass wir die für uns noch in den Kalender unterbringen müssen. Das ist natürlich, wenn Olympische Spiele hoffentlich stattfinden, ein großer Vorteil. Aber wir haben natürlich, man muss einen Lehrgangsplan abgeben für 2021, die Lehrgänge anmelden. Natürlich haben wir da eine normale Planung gemacht mit Olympia-Vorbereitungslehrgängen, mit WM-Vorbereitungslehrgängen, da wo die WM jetzt liegt. Aber wir sind uns alle darüber bewusst, dass das ja erstmal pro forma ist und natürlich Anpassungen eventuell nötig sind. Das ist klar. Ricardo, was hätte für dich denn Priorität? Also Lars hatte eben schon gesagt, dass es nicht so aufeinander abgestimmt ist, das, was die Vereine bzw. in den Ligen passiert und halt die internationale Szene. Für was würdest du dich da entscheiden, wenn ein Ligaspiel ist und es ist ein WTT-Turnier? Ja, grundsätzlich ist das, glaube ich, erstmal eine gute Frage. Es ist ja auch in der Vergangenheit so gewesen, dass ITTF-Turniere gleichzeitig oft sind mit Bundesligaspielen. Zumindest dann, wenn man bei den ITTF-Turnieren sehr weit kam. Das war ja dann meistens auch bei vielen Spielen überraschenderweise, die dann noch eine Runde weitergekommen sind, noch eine Runde weitergekommen sind und dann vor der Frage stehen, was mache ich jetzt? Mit dem Verein Rücksprache gehalten haben und in manchen Fällen musste derjenige verlieren oder nach Hause fliegen. In manchen Fällen wurde es ihm erlaubt, weiterzuspielen. Aber das waren ja mal Ausnahmen. Aber ich glaube, in der Zukunft, ja, es ist schon so, das kann man auch offen sagen, dass die WTT keine Rücksicht mehr nimmt auf den Ligasport. Also, ob es unsere erste Bundesliga ist, ob es die französische Liga ist, Champions League, das ist der WTT eigentlich komplett egal. Früher wurde zumindest der Terminplan so ein bisschen abgesprochen oder man konnte sehen, wann irgendwo eine Lücke ist, wenn man national was machen kann. Aber jetzt auch für 2021, klar, durch Corona bedingt, können die da eh noch nicht viel Auskunft geben. Aber ich weiß auch, dass es da Gespräche gab und da eigentlich gar nicht drauf eingegangen wurde oder alles mehr oder weniger abgelehnt wurde. Und ja, das wahrscheinlich in den nächsten Jahren darauf hinausläuft, dass, ja, dass wir es schwer haben werden, noch so wie jetzt 22 Spieltage unterzukriegen in der ersten Liga plus Pokal und Champions League. Vielleicht müssen wir mehr unter der Woche spielen oder wenn keine Turniere sind, dass wir dann 3 Spiele in einer Woche machen müssen. Ich glaube, da muss man echt abwarten, wie das oder wo sich das hinentwickelt. Und ich weiß auch von vielen Spielern und auch gerade von mir selber, dass man sich natürlich die Frage stellt, ja, was möchte man überhaupt noch? Also es ist natürlich für uns auch klar, dass wo wir unser Geld verdienen, das ist erstmal in der Bundesliga und bei den Vereinen. Und das internationale Geschäft oder die Turniere nutzt man natürlich, um die Weltrangliste zu verbessern, dass man ja, hochkommen kann, vielleicht zu besseren Vereinen kommen kann, noch irgendwo ein Angebot mehr bekommt, sich empfehlen kann, ja, und einfach da auch Erfolg haben kann. Aber ja, irgendwann muss man sich vielleicht auch mal entscheiden, spiele ich jetzt 5 Wochen ein Turnier in China oder bin ich bei meiner Mannschaft, wo ich einen Vertrag habe. Und da bin ich ganz klar der Meinung, dass wenn ich einen Vertrag mache oder unterschreibe, dann habe ich den einzuhalten. Es sei denn, mein Verein gibt mir das okay, und sagt,
brauchst du jetzt nicht. Aber ja, ich glaube, dass man sich ja, vielleicht in Zukunft da öfters mal entscheiden muss und dann vielleicht auch eher sagen muss, ich spiele jetzt ein paar internationale Turniere weniger, weil ich in der Liga meine Verpflichtung habe. Ja, du hast die Finanzen gerade schon angesprochen. Ist ja auch ein ganz interessantes Thema für die Corona-Pause, die wir hinter uns haben, weil halt keine Turniere stattgefunden haben, aber auch die Liga unterbrochen wurde. Wie bist du denn finanziell durch die Krise gekommen? War ja quasi Berufsverbot für dich. Ja, es war mehr oder weniger Berufsverbot für mich. Ich muss sagen, wir haben ja unsere Liga zu Ende gespielt. Stimmt, kam ja noch In der länger, ja. TTBL. Genau, also die haben wir noch beendet. Von daher ist aus Vereinssicht, ja, wir haben bei Düsseldorf, kann ich nur sagen, natürlich am Ende alle auf 10% unseres Gehalts verzichtet. Und klar hatte man da oder jede Mannschaft ein paar Einbußen, aber das ist dann alles im Rahmen geblieben. Und ich, ja, im internationalen Geschäft muss ich sagen, verdienen nur die Topspieler Geld. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mit den internationalen Turnieren Geld verdiene und daraus meine Einnahmen hole, sondern es sind auch für viele Spieler ist es ein Minusgeschäft. Es sind einfach nur Ausgaben. Also ich glaube, viele Spieler haben dieses Jahr, man denkt, die haben weniger verdient. Aber ich glaube, die haben einfach viel mehr weniger Ausgaben und dadurch vielleicht sogar mehr Geld. Weil als junger Spieler investiert man vielleicht im Jahr in 6 bis 8 Pro-Tour-Turniere. Das sind dann auch zwischen 6 und 10.000 Euro, je nachdem, wo man hinfliegt. Vielleicht hat man Sponsoren, die übernehmen. Es gibt aber auch genug Spieler, die auch mal selber ein Turnier zahlen. Ja. Also da hat man dann quasi auch Geld gespart, weil man nirgendwo hingeflogen ist. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, durch 10 Pro-Tour-Turniere, die ausgefallen sind, habe ich ein Minusgeschäft gemacht. Also ja, so ist es noch nicht. Und ich muss sagen, ich bin bei der Bundeswehr und die unterstützen uns Sportler auch in der schweren Zeit. Da hat sich nichts geändert. Butterfly ist sehr treu zu uns geblieben. Da können wir uns auch alle nur bedanken. Und die Liga haben wir beendet. Und ja, von daher hat jeder mit seinem Verein gesprochen. Aber ich kann, glaube ich, sagen, dass es einigen deutlich schlechter in der Corona-Krise sicher ging. Gerade die ihre Geschäfte schließen mussten oder ihren Job verloren haben. Da sind wir, glaube ich, noch deutlich besser weggekommen. Lars, du hast eben schon die Olympischen Spiele angesprochen, die ja 2020 nicht stattgefunden haben, aber 2021 stattfinden sollen. Glaubst du denn, mit dem Termin könnt ihr rechnen, 2021? Ist ja eine ganz spannende Frage, ob das wirklich so stattfindet oder nicht. Ja, sehr spannende Frage. Ich glaube, dass niemand die genau beantworten kann. Also wir hoffen das natürlich, aber ja, wir haben es ja jetzt erlebt in den letzten, also wie gesagt, vor 2, 3 Monaten hat man, glaube ich, wirklich gedacht, in den Sommermonaten, das Virus ist deutlich besser im Griff und die Zahlen waren nicht so weit oben. Jetzt hat sich wieder eine ganz, ganz andere Situation ergeben. Also ich glaube, wenn ich das könnte, jetzt ein Dreivierteljahr vorausschauen und da eine gute Prognose abgeben, das wäre sehr, sehr gut, aber das ist nicht möglich. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Wir müssen uns insgesamt, wenn das näher kommt, bereiten wir uns darauf vor, dass sich stattfindet. Ich denke, das ist auch bei so einem großen Event natürlich ein bisschen vorher, so war es ja 2020 auch, dass es irgendwann eine Deadline gegeben hat, wo die Japaner gesagt haben, bis dahin, ja, müssen wir sicher sagen, wir führen sie durch oder sie müssen eben abgesagt werden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, da eine gute Prognose abzugeben, ist sehr, sehr schwierig. Kann ich nicht sagen. Ricardo, gibt es denn ein Rennen um den vierten Platz aktuell bei euch im Team? Also ist ja sehr wahrscheinlich, wer die ersten drei Plätze einnimmt, aber die Nummer vier ist ja, denke ich, noch offen. Gibt es da sowas oder denkt ihr, mein Gott, warten wir erstmal ab, ob das überhaupt alles stattfindet? Ich denke, bis März diesen Jahres war es ein Kampf. Die Nominierungen standen ja auch kurz vor der Tür. Ich glaube, man muss die Trainer fragen, ob sie sich schon festgelegt haben. Ich denke mal nicht. Aber ja, es sind im Moment, glaube ich, genug andere Dinge. Und klar hat man Olympia im Hinterkopf und auch noch, dass man um wahrscheinlich den vierten Platz noch kämpft mit den anderen Jungs. Aber ja, es ist im Moment
Ja, man kann nur trainieren, die Bundesliga-Spiele absolvieren und internationale Turniere sind auch immer fraglich. Und ja, wie und wann Olympia stattfindet, weiß man dann auch nicht. Alle hoffen, dass es stattfindet. Aber ich muss ehrlich sagen, klar, es ist das Ziel, aber im Moment ist viel Ungewissheit. Und ja, man hofft, dass es stattfindet. Und wenn es näher kommt, dann hofft man natürlich auch, dass man dabei ist. Aber irgendwie ist das noch in weiter Ferne. Ja, wir sind alle sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber wir verlassen jetzt mal diesen Bereich unserer Diskussionsrunde, also den ersten Teil, die Corona-Pandemie, und kommen zu einem etwas fröhlicheren Thema, beziehungsweise ja für euch ein etwas ungewohntes Thema, denn wir reden jetzt über Amateure und möchten von euch erfahren, eure Sicht, wie sich Amateure verbessern können, wie hoch sie noch kommen können. Und wir hatten euch, also nicht euch, sondern die mytischtennis.de-User im Vorhinein gebeten, auch gerne Fallbeispiele, konkrete Beispiele von euch einzusenden, wo ihr mal beschreibt, wie ihr spielt, was ihr für einen Spielstil habt, wann ihr angefangen habt, wie viel ihr trainiert und so weiter. Und der Alexander Dont ist unserem Ruf gefolgt und hat uns eine lange E-Mail geschrieben, wo er alles ganz dezidiert ausformuliert hat. Das habe ich dem Ricardo und dem Lars auch im Vorhinein schon weitergeleitet. Und ich möchte euch, liebe mytischtennis.de-User, jetzt nur mal so grob die Eckdaten mal sagen, was der Alexander Don bisher so gemacht hat. Er ist 47 Jahre alt, spielt seit 3 Jahren Tischtennis, davon 1 Jahr Freizeit und 2 Jahre Liga, aber quasi in der untersten Kreisklasse. Er trainiert trotzdem 5 Stunden pro Woche, davon circa 2 Stunden Techniktraining ohne Traineranleitung. Er ist 1,90 Meter groß bei 75 Kilogramm. Mäßiger Fitnesszustand, Armkraft eher gering ausgeprägt und Handgelenk eher schwach. Er spielt mit dem Stiger Allround Classic auf der Vorhand der Xiom Vega Pro und auf der Rückhand der Andro GTT 45. Er ist aktuell bei 1090 Punkten und sein Ziel ist 1300. So, jetzt fragen wir erstmal den Trainer in der Runde. Lars, was würdest du denn dem Alexander raten? An welchen Stellschrauben kann er noch drehen? Wo kann er noch hin? Ist das Ziel 1300 für ihn schaffbar? Das ist so natürlich eine schwierige Frage. Von den Infos her hat er wirklich, du hast gesagt, eine sehr lange E-Mail geschrieben. Also hat auch sehr genau seine Spielweise oder seine einzelnen Schläge noch beschrieben, die er, ja, wie sein Niveau da ist, Schlagsicherheit und so weiter. Ich habe die E-Mail mir auch nochmal ausgedruckt und hier neben mir liegen. Also der Alexander wird ja wahrscheinlich gerade hoffentlich zuschauen auch. Es ist immer sehr schwer, man wird das als Trainer ganz, ganz oft gefragt, wie gut kann ich noch werden von Eltern, manchmal von jungen Spielern, von Kindern selber und eben auch von älteren Spielern. Ich wehre mich sogar, wenn ich einen Spieler öfter sehe, immer dagegen, so eine Messlatte zu setzen, weil das oft auch für den Spieler, gerade für junge Spieler, automatisch irgendwann auch so eine Grenze darstellt, wenn das erreicht ist. Also ich glaube, dass man sich immer entwickeln kann, immer weiterentwickeln kann und das sehr schwer ist, eine Prognose auch für die Zukunft abzugeben. Also ich will eigentlich gar nicht so genau sagen, ob diese 1300 Punkte realistisch sind. Vielleicht kann er mehr erreichen. Welchen Tipp man, glaube ich, geben kann, und das habe ich der E-Mail auf jeden Fall gut entnommen, dass er das macht, sich sehr mit seinem Spiel auseinanderzusetzen. Also in dem Amateurbereich. Ich trainiere freitags immer in Velbert bei meinem Verein, wo ich spiele, in der dritten Liga. Aber da sind dann auch gleichzeitig, also vor der Corona-Pandemie, gleichzeitig Ligaspiele der vierten, fünften, sechsten Mannschaft. Oder es ist auch eine ganz breit gestreute Trainingsgruppe und aus den unteren Ligen, die Leute trainieren da. Und ich glaube, jeder weiß das so ein bisschen, was mir immer auffällt, wenn jemand ein klares Spielsystem hat. Also ich glaube, jeder hat vielleicht in seiner Mannschaft oder in seinem Verein Spieler, wo er denkt, er müsste eigentlich besser sein, weil der super Schläge drauf hat. Und warum kann er dieses Niveau zu selten abrufen? Oder genauso vielleicht ein Spieler in der Mannschaft, der sagt, nein, der spielt so konstant und spielt gute Ergebnisse, obwohl der nichts Besonderes macht. Und das ist häufig, dass diese Spieler, diese zweite Kategorie, die ich jetzt, ein klares Spielsystem für sich entwickelt haben. Und das fehlt manchmal bei den Amateurspielern. Um jetzt auf den Alexander zurückzukommen, er macht sich die Gedanken, das habe ich der E-Mail entnommen. Und den Tipp würde ich ihm auch geben. Er hat selber geschrieben, sich ein Trainer, er spielt erst seit 3 Jahren Tischtennis. Normalerweise hat man,
ja, fängt man vielleicht im jungen Alter an, hat dann jemanden, der einen hoffentlich ausbildet, hat irgendwie einen Trainer, zumindest in der Gruppe, natürlich vielleicht nicht unbedingt einen Einzeltrainer, aber einen Trainer, der sich um die Gruppe kümmert und der auch die einzelnen Spieler dann so ein bisschen voranbringt. Und ich glaube, das ist für ihn auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, das zu machen. Also, dass er sich, ja, wenn er die Möglichkeiten hat, die Zeit hat, vielleicht Einzeltrainerstunden zu nehmen, sich auch Infos zu holen von Mannschaftskollegen, dass die sein Spiel einschätzen, was macht er eigentlich gut, was finden die gefährlich an seiner Spielweise und sich da immer wieder ein Feedback zu holen, um sich da zu entwickeln in seinem Spielsystem und in den einzelnen Schlägen. Ich glaube, das ist für ihn sehr wichtig. Und insgesamt so ein Tipp für die Amateurspieler. Ricardo, was ist dir eigentlich aufgefallen, als du Alexanders Fall dir durchgelesen hast? Ja, ich glaube, erstmal ist mir aufgefallen, er ist noch relativ frisch im Tischtennisgeschäft. Deswegen ist natürlich auch noch viel Verbesserungspotenzial da, glaube ich. Auch, glaube ich, wenn er erst mit 44 angefangen hat, kann man da, glaube ich, trotzdem noch viel rausholen. 5 Stunden pro Woche hört sich auch schon mal gut an. Also er steht da auch schon mal öfters oder länger in der Halle. Und ich muss sagen, mit 1,90 m und 75 Kilo, er sagt zwar mäßigen Fitnesszustand, aber ich glaube, da ist er eigentlich ganz sportlich gebaut oder veranlagt und könnte da sicher auch noch ein bisschen was in seinem Fitnesszustand machen. Und ja, ich glaube, man kann an vielen Dingen oder viele Dinge sind sehr, sehr wichtig am Anfang vom Tischtennis. Das weiß ich auch noch aus meiner Kindheit. Ja, der Aufschlag ist erstmal extrem wichtig. Ich glaube, je tiefer das Niveau geht oder die Liga geht, desto einfacher kann man mit einem guten Aufschlag punkten. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Eine Grundsicherheit in allen Schlägen zu haben, also egal in welcher Situation, dass er immer die Möglichkeit hat, den Ball zurück auf den Tisch zu spielen, weil es gibt natürlich genug Spieler, die hektisch werden oder die auf Teufel komm raus den Punkt machen wollen. Also ich glaube, eine Grundsicherheit und die kriegt man natürlich auch durch vieles Training oder ja, auf dem Ball hin und her spielen, kriegt man die natürlich auch auf jeden Fall. Und klar, Kopf ist sowieso ganz entscheidend im Tischtennis. Das ist immer wichtig, dass man das auch lernt. Klar, Erfahrung gehört da eigentlich auch zu, aber ja, dass man diese Cleverness besitzt und weiß, ja, jetzt ist es knapp und nicht hektisch wird oder nervös wird, sondern einen kühlen Kopf bewahrt und vielleicht auch an seiner Taktik oder an seinem Plan, den man hat, ja, festzuhalten, und dann vielleicht auch gezielt die Schwächen des Gegners anzuspielen. Ich glaube, das ist gerade auch in den unteren Ligen ganz, ganz wichtig, weil ich denke, da gibt es genug Spieler, wo man direkt erkennt, oh, der ist aber auf der Rückhand sehr schwach oder der möchte nur mit der Vorhand spielen, oder der kriegt den Aufschlag in der Vorhand gar nicht, wenn ich den dahin mache. Ich glaube, da geht es dann auch darum, dass man konsequent seine Taktik spielt und nicht einfach erstmal loslegt und guckt, ja, wie läuft das jetzt überhaupt? Und ja, jetzt habe ich den ersten Satz verloren, aber Hauptsache, ich habe ein bisschen Spaß. Deswegen mit den QTTR-Punkten, das ist immer schwer einzuschätzen, ja, wie hoch da das Level ist, wenn man da jetzt 100 oder 200 Punkte steigt. Aber was ich hier so sehe, 1090 Punkte und er möchte auf 1300 kommen. Also ich glaube, wenn er am Ball bleibt und ehrgeizig ist, und das hört sich auf jeden Fall so an, glaube ich, ist das sehr, sehr gut möglich. Und ich würde auch mehr Punkte nicht für ausgeschlossen halten. Was er hier geschrieben hat, seinen Plan Fitness verbessern und Topspin entwickeln und Rückhandflip. Okay, der Rückhandflip ist jetzt vielleicht dann noch nicht so wichtig, aber erstmal einen grundsoliden Schub mit Vorhand oder Rückhand zu haben, der schadet nicht. Und klar, einfache Spinbälle, die müssen gar nicht feste sein, sondern einfach nur mit genug Umdrehung, ob es dann der Topspin ist oder der Schub, ist natürlich auch wichtig. Gegen Materialspieler in den unteren Klassen ist es auch wichtig. Ich kenne seine, muss ich ehrlich sagen, seine Belege nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob er hier Material spielt auch. Aber ja, Trainerstunden nehmen schadet natürlich nicht. Also ich glaube, in jeder Sportart kann man nur vom Trainer lernen. Und das gerade im jungen Alter normalerweise. Aber auch wenn man natürlich mit 44 den Sport erst lernt, ist ein Trainer trotzdem wichtig. Und auch wenn es nur ein Bekannter ist oder ein
Tischtenniskumpel, den er hat, der genug Erfahrung hat und vielleicht Oberliga spielt. Ich glaube, selbst so einer kann ihm dann im Training gut Tipps geben und ja, ihn nach vorne bringen. Und ich glaube, die 1300, selbst 1350 schafft er, wenn er am Ball bleibt. Ja, lieber Alexander, ist doch super. Jetzt hast du von zwei Profis hier eine Menge Tipps bekommen, wie du die 1300 vielleicht doch noch knacken kannst. Für alle anderen würde ich jetzt sagen, entfernen wir uns mal vom konkreten Beispiel und versuchen mal so ein bisschen allgemeiner die verschiedenen Stellschrauben uns anzuschauen, an denen ein Amateurspieler vielleicht drehen kann. Eine Sache fand ich jetzt ganz interessant, weil der Alexander ja sehr spät angefangen hat mit dem Tischtennis, also mit 44 Jahren. Und ihr seid ja trotzdem der Ansicht, dass er dann noch eine Menge erreichen kann, trotzdem. Was macht das, oder wie wichtig ist das Einstiegsalter dafür, wie hoch man kommen kann? Wann habt ihr angefangen mit Tischtennisspielen? Also ich habe mit 6 angefangen, mit 6 Jahren. Ich denke, um wirklich ein sehr hohes Niveau, um das Ganze professionell vielleicht mal zu machen, so wie ich es gemacht habe, wie Rick das jetzt noch macht. Ich glaube, da muss man schon sehr, sehr früh anfangen. Das hilft auf jeden Fall. Man lernt in diesen ersten Jahren viel, viel schneller und ja, die Trainingsjahre fehlen einfach später. Aber für den Alexander jetzt zum Beispiel, ist das sogar ein Vor, wenn er sein jetziges Niveau hätte und würde schon 20 Jahre spielen, sind, glaube ich, weniger Verbesserungen möglich als eben gerade, weil er erst seit 3 Jahren spielt und schon dieses Niveau erreicht hat. Ich glaube, deswegen kann er, wie Rick gesagt hat, wenn er am Ball bleibt und weiter so arbeitet, in den nächsten Jahren noch viel größere Sprünge machen als ein Gleichaltriger, der ja vielleicht seit 5 Jahren, 6 Jahren sein Niveau nicht mehr verbessert hat. Aber insgesamt, ganz nach oben zu kommen, hilft auf jeden Fall ein sehr, sehr frühes Einstiegsalter. Es gibt immer ein paar Ausnahmen und Gegenbeispiele, aber die sind natürlich sehr, 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 sehr selten. Wann hast du angefangen, Ricardo? Ja, relativ früh. Also ich muss sagen, sobald ich stehen konnte eigentlich zu Hause, habe ich zumindest meine Eltern auf dem Couchtisch gespielt. Wir haben da so ein Netz gespannt und ja, ich habe dann auch relativ viele Kinderfotos gehabt, wo ich direkt mit meinem Vater in der Halle war. Also, um ehrlich zu sein, sobald ich stehen konnte, ich glaube, knapp mit 2 oder 3, ja, habe ich zumindest schon die ersten Bälle gespielt. Jetzt nicht am Trainingsbetrieb richtig teilgenommen, aber hin und wieder immer mal geklickert. Und dem bin ich dann eigentlich auch nachgegangen. Also, es wurde dann immer mehr und mehr. Bin dann natürlich auch in unserem Heimatverein, ja, sehr schnell immer mit Training versorgt worden. Also, ich glaube, es ist, wenn man in den Profibereich möchte, immer sehr wichtig, früh anzufangen. Gerade bei den Sportarten, sag ich mal, Fußball, Tennis, Tischtennis, da rechnet man ja immer so damit, dass man so bis 35, 40 spielen kann. Ich glaube, da ist natürlich dann irgendwann jedes Alter, ja, oder jedes Jahr sehr wichtig, wo man früher anfängt. Aber es das heißt nicht, dass wenn man erst mit 8, 9 anfängt. Also ich glaube, Benedikt Duda hat sehr spät angefangen. Aber er hat sich halt ja alles erarbeitet und ja ist dann seinen Weg gegangen und ich habe vielleicht früher angefangen, wir sind aber jetzt auf dem gleichen Niveau, ja, und auch wenn ich da 7 Jahre früher angefangen habe, das heißt nicht, dass man das Niveau nicht erreichen kann. Und wir hatten damals, glaube ich, auch einen polnischen Spieler bei uns in der Trainingsgruppe, der hat erst mit 14 angefangen und hat trotzdem auch mal in die Bundesliga geschafft. Von daher, ja, man kann seinem Kind, glaube ich, nur empfehlen, früh anzufangen, aber selbst wenn man das später noch machen möchte, wenn man das voll durchzieht, ist es, glaube ich, möglich. Ja, sehr spannend. Eine andere Stellschraube ist die Athletik. Und ich sage mal, da ist es ja kein Geheimnis, dass es durchaus viele Tischtennisspieler gibt, auch sehr, sehr gute Tischtennisspieler, die jetzt nicht unbedingt so die Modellathleten sind, die aber trotzdem ist, nein, so habe ich das nicht gemeint. Nee, aber die aber trotzdem in höheren Ligen unterwegs sind oder es vielleicht sogar zu deutschen Meisterschaften schaffen oder so. Was würdet ihr sagen, wie wichtig ist die Athletik im Tischtennis? Kommt man auch als übergewichtiger Spieler? Wie hoch kann man es auch als übergewichtiger Spieler schaffen? Ja, so ganz pauschal ist das, glaube ich, auch wieder schwierig zu beantworten. Aber die Athletik hat schon im Spitzenbereich in den letzten 20 Jahren, 10 Jahren nochmal, ist sie immer wichtiger geworden. Also es ist schon im absoluten Top-Bereich sehr, sehr wichtig, auch athletisch sehr gut ausgebildet zu sein, auch
ja, man ist einfach schneller, man kann fester spielen, auch um Verletzungen zu vermeiden, natürlich, wo man immer wieder Zeit verliert und zurückgeworfen wird, ist ein gutes athletisches Training sehr, sehr wichtig. Wenn wir jetzt im Amateurbereich bleiben, würde ich sagen, Vorteil vom der Alexander hatte das ja auch aufgeschrieben, er will an seiner Athletik arbeiten. Ich glaube, da ist ein Vorteil, dass er das natürlich auch machen kann in der Zeit, wo er ja, einfach mal laufen gehen, vielleicht zu Hause ein paar Kräftigungsübungen mit dem eigenen Körpergewicht oder so. Da reicht manchmal eine Viertelstunde, 20 Minuten am Tag und er muss nicht extra in die Halle fahren, sodass ich sagen würde, die Zeit, diese 5 Stunden, die er gesagt hat, die er trainiert zum Beispiel, in der Tischtennishalle, die würde ich dann immer lieber in Tischtennis investieren. Also ich würde nicht die Athletik im Amateurbereich so hoch setzen, dass ich sage, wenn er jetzt 5 Stunden in der Halle hat, dass er da noch 1 oder 1,5 Stunden abknapsen soll für ein athletisches Training, sondern da wird er sein Niveau schneller steigern, wenn er das komplett ins Tischtennis investiert. Aber man kann die Athletik natürlich immer auch, ja, vielleicht morgens vor der Arbeit, abends mal laufen gehen. Wenn man da nicht so gut ist, kann man da eben auch schnell Verbesserungen erreichen. Insgesamt, man sieht es ja auch, im Spitzenbereich sind eigentlich fast alle Spieler mittlerweile athletisch gut ausgebildet. Im Amateurbereich, im Hobbysport gibt es die unterschiedlichsten Typen. Also es gibt natürlich übergewichtige Spieler, die ein super Händchen haben, sehr clever spielen und dann auch ein wirklich hohes Niveau da noch erreichen können. Aber auch die würden natürlich, wenn sie ihren Schweinehund überwinden würden und würden vielleicht in dem Bereich sich verbessern, denke ich auch ihr Niveau im Tischtennis nochmal verbessern. Also es ist schon eine Sportart, wo es auch hilft, athletisch gut zu sein. Hast du was hinzuzufügen, Ricardo? Wie siehst du das? Wie wichtig ist die Athletik im Tischtennis? Ja, ich denke, die Athletik ist schon sehr wichtig. Ja, ist bei uns vielleicht auch, sage ich mal, trotzdem, sage ich mal, ein bisschen anders. Es geht da nicht darum, wer 20 Kilometer joggen kann oder wie schnell, sondern tischtennisspezifische Konditionen, gerade wie lange man am Tisch durchhält, die Ballwechsel, dass man da stabil bleibt. Das ist natürlich sehr wichtig. Und man, ja, es gibt viele Spieler, die da gut sind oder gerade in der Spitze eigentlich alle, aber es gibt auch immer wieder Ausnahmen, wo man dann sieht, dass ein Sixpack nicht immer gleich wichtig ist, sondern viele Spieler machen das dann mit Auge oder nur mit ihrem Handgelenk, mit ihrem Spielgefühl machen sie es einfach weg. Ich will da jetzt keinem zu nahe treten, aber als Beispiel gibt es einen älteren Linkshänder, der spielt gerade auch in der Bundesliga. Ich glaube, der hat auch schon ganz, ganz viele gute Spieler geschlagen, und auch jetzt noch in seinem etwas höheren Tischtennisalter. Und ich glaube, gegen ihn ist es immer schwer. Also egal, wer da von uns gegen ihn spielt oder auch aus der Bundesliga, kann er gegen jeden gewinnen. Und an einem guten Tag kann er das natürlich alles ausgleichen. Ich glaube, eine bessere Athletik würde natürlich so einem Spieler natürlich gut tun, um auf Dauer vorne in der Weltspitze mitzuspielen. Das ist natürlich eine Sache von Regeneration, von Verletzungen, Beweglichkeit. Das auf Dauer hochzuhalten, dieses Niveau, ist natürlich dann sehr schwer. Aber auch gerade bei deutschen Meisterschaften, wenn dann, wie du angesprochen hast, auch mal Spieler mitspielen, die vielleicht nicht ganz so fit sind, die haben dann alle ihre anderen Stärken. Also vielleicht haben sie einfach einen sehr guten Aufschlag oder sind im Kopf mental sehr stark. Man kann viele Dinge schon ausgleichen. An der Stelle möchte ich eine Frage aus dem Publikum einmal einstreuen. Und zwar kam die von Raphael.rach. Ab welchem Alter lassen sich Koordination und Schnelligkeit nicht mehr verbessern? Kann man das sagen? Oder würdet ihr sagen, man kann es immer verbessern? Auf jeden Fall. Also ich habe gerade die Diplom-Trainer-Ausbildung abgeschlossen in Köln, geht die 3 Jahre. Und da war diese trainierbaren Phasen waren unheimlich häufig ein Thema. Und da sind die sich, also es wurde immer mal so eingestuft, genau, man kann das am besten eben im jungen Alter trainieren und muss es auch da unbedingt trainieren. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, und so war auch der Tenor der Dozenten insgesamt, dass sich die Wissenschaft da gar nicht immer ganz einig ist, dass sich das immer wieder auch mal die Erkenntnisse ändern.
Es ist wie mit vielen Sachen, glaube ich, im jungen Alter lernen die Leute das schneller und das, was man da sich angeeignet hat, kann man später besser wieder darauf zurückgreifen, aber man kann es auch später noch verbessern. Also wenn wir wieder auf das Beispiel vom Alexander kommen, der mit 44 erst angefangen hat, Tischtennis zu spielen, eine hochkoordinative Sportart, der wird sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall in dem Bereich auch verbessern. Und man muss es natürlich auch, wenn man ein hohes Niveau erreicht hat in den Sachen Schnelligkeit oder Koordination, man muss es immer weiter auch trainieren, um diese Sachen zu behalten. Also wie mit allem Krafttraining oder so, ich darf nie aufhören. Ich kann vielleicht, wenn ich ein gutes Niveau erreicht habe, die Abstände ein bisschen vergrößern, aber ich muss immer wieder das Training auch einfügen, um mein Niveau da zu behalten, sonst verliere ich das doch irgendwann auf Dauer und irgendwann auch immer schneller. Von daher wäre ich vorsichtig mit so trainierbaren Phasen. Es ist gut im jungen Alter, das natürlich schon zu machen, aber man kann sich immer verbessern, auch in den Dingen noch, auch später. Also es ist eine Ausrede, auf jeden Fall, wenn man sagt, ah, das hat mir damals niemand beigebracht und dafür ist es deswegen jetzt zu spät. Man kann vielleicht nicht mehr das absolute Top-Niveau erreichen, aber es ist auf jeden Fall trainierbar, bis ins hohe Alter. Da bin ich überzeugt von. Nehmen wir noch eine andere Stellschraube mit ins Gespräch, nämlich das Spielsystem. Lars hat das eben schon angesprochen, dass man ein klares Spielsystem am besten erkennen kann. Jetzt ist das Spielsystem, was in der großen oder was die Mehrheit der Tischtennisszene spielt, halt einfach offensiv mit glatten Belägen. Abwehrspieler sind nicht mehr, auch zumindest in den höheren Bereichen, nicht mehr so gefragt. Was glaubt ihr, was kann man als Abwehrspieler heute noch reißen? Rick, Ricardo. leg du mal los. Ja, es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren, glaube ich, die Abwehrspieler oder die Zahl der Abwehrspieler sehr stark gesunken ist. Es sind da nicht mehr ganz so viele auf der Tour unterwegs. Aber ich glaube, ja, man kann jetzt nicht alles immer nur auf den Plastikball schieben. Ich weiß, dass viele Materialspieler oder Abwehrspieler sich natürlich auch über den Plastikball beschweren oder sagen, mit dem ist es schwerer geworden. Das ist, glaube ich, für alle trotzdem schwerer geworden und die Umstände sind natürlich trotzdem für Materialspieler vielleicht etwas anders geworden. Aber ich glaube, für Abwehrspieler ist es trotzdem sehr, sehr schwer, weil die müssen athletisch extrem fit sein. Und ich glaube, die müssen so sicher sein, dass gerade die Top-Leute, die heutzutage so gut gegen Unterschnitt spielen und so sicher sind, wie zum Beispiel die Chinesen, die eigentlich ja fast nie dagegen verlieren oder auch Timo, die so stabil sind. Die müssen eigentlich, glaube ich, schon so ein modernes Abwehrspiel spielen. Wie zum Beispiel auch Rouven Filus, der ja auch mit Rückhand viel angreift, mit der Vorhand sowieso. Da sieht man natürlich, dass man so den Gegner vielleicht auch rausbringt und eher unter Druck setzen kann. Oder auch wie Wang Xi in der Bundesliga, der ja auch schon Ende 30 ist und, glaube ich, noch zu Null steht und bester Spieler der Liga ist. Also es gibt schon trotzdem noch einige Top-Abwehrspieler. Aber ja, sie müssen extrem aggressiv spielen heutzutage. Mit passivem Abwehrspiel, glaube ich, ist es da doch sehr schwer. Lars, unter welchen Umständen würdest du einem Spieler empfehlen, jetzt mal Abwehr zu versuchen, sich mal eine Noppe auf den Schläger zu kleben? Ich wollte gerade noch ergänzen, erst zu Rick, Ja, weil Rick bitte. hat auch wieder gesprochen über den absoluten Top-Bereich. Aber wenn wir jetzt uns mehr dem Amateurbereich widmen, glaube ich schon auch, dass er zwei Spieler alleine genannt, die natürlich auch viel angreifen, aber die in der Bundesliga seit Jahren spielen, mit zu den besten Spielern auch gehört haben. Jetzt in der zweiten Liga Süd ist gerade der Florian Blum, der da ganz, ganz stark spielt als Abwehrspieler, ich glaube noch zu Null steht diese Saison. Und wenn man jetzt liegen runtergeht, also was man als Abwehrspieler erreichen kann, ich glaube schon, dass man oder überhaupt als Materialspieler auch, dass das schon möglich ist, ja, ein wirklich gutes Niveau zu erreichen. Also wenn jetzt, das sind ja auch Topspieler, die wir jetzt genannt haben, aber dritte Liga, Regionalliga, Oberliga, es werden natürlich immer mehr, je tiefer man geht. Aber ich glaube schon, dass man eben ja ein gutes Niveau da erreichen kann. Ja. Ja, sorry, ich wollte nur sagen, also ich wollte jetzt nicht sagen, dass man mit Abwehr keine Chance mehr hat. Also es war schon so, dass ich nur sagen wollte, mit dem modernen Abwehrspiel, auch Florian Blum ja angesprochen, die spielen alle schon so moderner, greifen sehr viel an.
Und ich glaube, gerade auch in den unteren Ligen, es gibt genug Spieler, die nicht gegen Material spielen können oder gegen Abwehr spielen können. Also auch da kann man mit Abwehr natürlich sehr weit nach oben kommen. Oder ich weiß nicht, wie oft man das hört, auch in den unteren Ligen, ja, ich schon wieder gegen Abwehr gespielt, das kann ich doch gar nicht und macht ja gar keinen Sinn für mich. Also ich glaube schon, dass man auch Kindern und guten Gewissen eine Noppe drauf tun kann und sagen kann, du sollst jetzt Abwehrspieler werden, weil du genauso gut werden kannst wie ein Angreifer. Also ich glaube, den Weg kann man genauso gut schaffen als Angreifer wie als Abwehrspieler. Nur nicht, dass das falsch verstanden wurde. Zu deiner Frage, Janina, wann ich das einem jungen Spieler raten würde. Ja, schon, wenn ich erkennen würde, dass er diese, also ich glaube, als Abwehrspieler, man braucht ein sehr, sehr gutes taktisches Verständnis. Man muss doch am Ende auch, klar, die müssen, um ganz nach oben zu kommen, auch gut angreifen können. Aber wenn man jetzt erstmal von einem niedrigeren Niveau ausgeht und man hat vielleicht in irgendeiner Vereinsgruppe einen Spieler, würde ich gucken, dass dann auf jeden Fall ein Spieler, der ein gutes Ballgefühl hat. Ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig, der eben Spaß an taktischem Spiel hat, also den Gegner wirklich auszuspielen, weil man muss natürlich längere Ballwechsel gehen, geduldig sein auch, dass er geduldig ist. Also wenn jemand jetzt viel Spaß hat, Endschläge zu spielen und einfach feste Schläge zu spielen, ist natürlich klar, dass er sich als Abwehrspieler nicht so eignet, sondern ich würde auf diese Sachen achten. Gutes Ballgefühl. Freude an taktischen Spielereien, sage ich jetzt mal, Geduld, ja, das sind eigentlich so die Faktoren, die jemand mitbringen muss, dass ich sagen würde, okay, vielleicht stellen wir den um, eignet sich eher als Abwehrspieler und hat dann vielleicht auch noch mehr Spaß und investiert wieder mehr und kann dann nach oben kommen. Ja, das sind eigentlich so die Faktoren. Kommen wir noch zu einem ganz wesentlichen Punkt oder einer wesentlichen Stellschraube, die man natürlich auch noch bedienen muss, nämlich das Training. Was glaubt ihr, wie oft muss ein Amateurspieler in der Woche trainieren, wenn er Richtung 2000 TTR-Punkte abzielt? Welche Liga ist das? Muss ich mal gerade die Kollegen fragen, welche Liga sind 2000 TTR-Wert-Punkte? Ich glaube schon dritte Liga, ne? Wie viel? Oberliga unten. Sebastian sagt Verbandsliga bis Oberliga unten. Verbandsliga, Oberliga, ja. Insgesamt immer so viel wie möglich. Also den Rat kann man wirklich jedem, das hört sich an wie eine Floskel, aber den Rat kann man natürlich jedem nur geben. Von mehr Training wird man auch besser. Rick hat es vorhin angesprochen, den Kollegen, der in Grenzhaus spielt, glaube ich, der war zum Beispiel auch in seiner ganzen Karriere nie der Trainingsfleißigste. Also selbst im Spitzenbereich gibt es da Unterschiede. Und deswegen ist es, glaube ich, wieder schwierig, das so pauschal zu sagen. Also ich glaube, es gibt große Talente, die das Niveau auch mit relativ wenig Training vielleicht erreichen können. Aber die können, also dieses Niveau 2000 TTR-Punkte, aber bei denen wäre natürlich mit einem erhöhten Training dann viel, viel mehr drin gewesen oder viel, viel mehr drin. Aber deswegen ist es schwer zu sagen, man braucht mindestens diese Stundenanzahl, um das zu erreichen. Ich glaube, wenn man sehr talentiert ist, ja, kann der eine das vielleicht auch mit 4 Stunden Training die Woche schaffen. Aber klar, wenn er 8 Stunden trainiert, kann er es vielleicht in die Regionalliga schaffen, in die dritte Liga. Und wenn er 12 Stunden pro Woche trainiert, in die zweite Liga. Ja, je mehr, desto besser wird er sich entwickeln. Das kann ich als Trainer nur sagen. Aber Quantität ist ja auch nicht alles, ne? Also wie sollte denn das Training aussehen, wenn ich mich verbessern Das möchte? stimmt, aber bei geringen Umfängen ist mehr auf jeden Fall. Also ob ich jetzt 2 Stunden die Woche trainiere oder dann 4, dann verbessere ich mich auf jeden Fall. Im Spitzenbereich müssen wir natürlich viel auch Belastungssteuerungen durchführen und ja, wenn die Spieler dann mal müde sind, sehr gut dosieren und dann ist die letzte Stunde mehr nicht immer positiv, aber wenn wir jetzt vom Amateurbereich ausgehen und jemand ja verdoppelt einfach mal sein Training von 3 auf 6 Stunden in der Woche, dann wird er sich auf jeden Fall verbessern. Das ist für mich keine Frage. Wie er trainieren kann, wenn wenig Training zur Verfügung steht, wenig Trainingszeit, dann würde ich immer sagen, mich auf die Stärken zu konzentrieren. Also dann diese, was wir jetzt schon mehrmals hatten, Entwicklung vom Spielsystem, dann muss ich mich im Spiel auf ein paar Sachen klar verlassen können.
ist meine Meinung und die abrufen können. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich kann im, so ist es bei mir jetzt zum Beispiel, ich trainiere in der Woche vielleicht nur noch 3 Stunden, dann trainiere ich eigentlich das, was sitzen muss am Wochenende und habe keine Zeit mehr groß an irgendwelchen Schwächen zu arbeiten und mich da zu verbessern. Also wenn ich ein gutes Niveau schon habe und ich habe wenig Zeit zur Verfügung, ein bisschen mehr die Stärken trainieren. Wenn jemand wie der Alexander, kommen wir darauf wieder zurück, noch dabei ist, sein Niveau überhaupt aufzubauen, dann muss er natürlich auch, dann wird er noch klare Schwächen haben, die sonst gnadenlos angespielt werden. Und dann muss man auch Zeit investieren, an den Schwächen zu arbeiten. Das denke ich, ist auf jeden Fall wichtig dann im Training. Ricardo, eine Situation, die du wahrscheinlich nie erlebt hast in deiner Spielerkarriere, die aber viele Amateure haben, ist, keinen Trainer zu haben im Training. Was würdest du sagen, wie viel macht der Faktor aus, einen Trainer zu haben, der einem Ratschläge geben kann und eine konkrete Übung nennen kann, die man da spielen soll? Ja, ich glaube, ein Trainer ist immer wichtig. Also ob es jetzt in jungen Jahren ist, ja, im Teenagerbereich oder auch danach, klar, im Profisport sowieso, aber auch im Amateurbereich, wenn man nur 2-mal oder 3-mal die Woche mit seinem besten Kumpel ein bisschen klickert, hat man Spaß dabei, man wird vielleicht auch minimal besser, aber wenn man natürlich gezielt an Sachen arbeitet, es kann ja auch natürlich der Partner sein, wenn das Niveau höher ist, wo man vielleicht dann auch an Schwächen arbeitet, gezielt und nicht nur Sätze spielt, ist, glaube ich, dann auch immer schon sehr wichtig. Ja, da man dann vielleicht auch nicht immer die Fehler selbst erkennt oder was man falsch macht. Ja, je höher das Niveau ist, desto mehr merkt man natürlich vielleicht, was man falsch macht, aber man sieht trotzdem nicht alles. Und von außen sieht man natürlich immer mehr. Deswegen ist es natürlich immer gut, einen Trainer zu haben, der einem natürlich dabei hilft. Das kannst du sicherlich unterschreiben, Lars, oder? Als Trainer? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hilft das sehr. Rick hat es gesagt, ich glaube, das ist auch ein Tipp für Amateurspieler, wenn die keinen Trainer haben, natürlich hat nicht jeder einen Trainer, sich wirklich auch einfach mal einen Ratschlag holen bei den Mannschaftskollegen und so weiter, mit denen man vielleicht öfter trainiert, sich da auszutauschen, das kann einen auf jeden Fall vorwärts bringen. Ja. Was ist für dich unangenehm, wenn du gegen mich spielst oder wo siehst du meine Schwächen? Ich glaube, da kann man hat immer in der Mannschaft vielleicht jemanden, der auch ein Spiel gut lesen kann. Das muss nicht immer der beste Spieler sein, der vielleicht diesen besseren Trainerblick hat, sondern gucken, wer im Verein bei mir ja, hat einen guten Blick und holt aus seinen Möglichkeiten irgendwie das Optimum raus und den dann vielleicht zu fragen. Und oft freut sich der andere ja auch, dass seine Meinung gefragt wird und da einfach, wenn ich mich verbessern will, einfach umhören, ein bisschen bei den Vereinskollegen und dann kann selbst so ein Kollege zu einer Art Trainer vielleicht ein bisschen werden. Ja, vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen zu diesen verschiedenen Stellschrauben. Jetzt machen wir zum Abschluss noch eine kleine Fragerunde. Wir haben ursprünglich gesagt, wir machen eine Stunde, jetzt haben wir schon überzogen, aber so ein paar Fragen aus dem Publikum wollen wir gerade gerne noch einschieben, wenn ihr nicht jetzt gerade noch einen Termin habt um 8 oder so. Sonst sag's bitte jetzt. Nee. Okay. GZSZ fängt gleich an. Ja, aber Joe Gerner. Ja. Also Band.srt hat gefragt, was sind die besten Trainingsübungen für Angriffsspieler? Könnt ihr ihm da einen Tipp geben? Die besten Trainingsübungen für Angriffsspieler. Ja, ich habe es ja jetzt schon mehrmals gesagt, es ist immer schwer, so ganz pauschal. Was glaube ich, wichtig ist, das hat auch wieder der Alexander in seiner Mail geschrieben, er hat Probleme, er steht manchmal nicht gut zum Ball oder so. Ich meine, das ist eine ganz häufige Sache, wenn jemand, man sieht das ganz oft beim Einspielen, wenn sich Leute einspielen, dass man den Niveauunterschied dann gar nicht so sieht. Also wenn der Ball ziemlich auf die gleiche Stelle kommt, können viele einen sicheren, guten Vor- und Topspin spielen und die Niveauunterschiede machen sich dann vor allem bemerkbar, wenn die Beinarbeit dazukommt. Die Fehlerquote erhöht sich dann immens, wenn man eben nicht immer optimal zum Ball steht. Und deswegen ist es einfach immer wichtig, die Übungen aus der Bewegung zu spielen. Also einfache Übungen, selbst wenn das jetzt ist, ich spiele 2-2, 2 Vorhand, 2 Rückhand, dass ich mich nicht nur seitlich bewege, dass ich immer wieder, wenn der Ball kürzer kommt, vielleicht meinem
Trainingspartner das auch mal sage, block mal einen ein bisschen weicher, einen ein bisschen schneller, wie es im Spiel halt auch einfach kommt. Und da erhöht sich die Fehlerquote enorm. Das macht vielleicht am Anfang erstmal nicht so einen Spaß, das einzubauen ins Training. Und dann ist eigentlich ganz egal, welche Übung ich spiele, solche Ersparnisse einzubauen. Aber das hilft, ja, die Beinarbeit zu verbessern, diese kleinen Schritte zum Ball, um dann eine höhere, viel höhere Schlagsicherheit zu erreichen. Ricardo, vielleicht eine Frage direkt an dich von Felix bei YouTube. Rick, hast du irgendwelche Rituale vorm Spiel? Also jetzt nicht unbedingt Rituale, nee. Also ich wärme mich immer relativ gleich auf, mache die gleichen Dehnübungen, aber ja, nichts Besonderes jetzt, dass ich mir irgendeinen Schuh zuerst anziehe oder sonst was. Da bin ich eigentlich relativ entspannt oder jetzt nicht abhängig von. Okay. Gleich mehrfach kam die Frage und unter anderem von OHC Mark bei YouTube. Ich habe eine gute Technik, aber in Spielen spiele ich schlechter als im Training. Was kann ich machen, um in Punktspielen besser zu spielen? Also der klassische Trainingsweltmeister. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man, also die Profis machen das alle, sich wirklich, Rick hat es vorhin angesprochen, eigentlich schon Tage vorher auf ein Spiel vorzubereiten. Und das ist natürlich im Amateurbereich nicht so einfach, weil klar, man arbeitet in der Woche und so weiter. Das Punktspiel am Wochenende ist jetzt nicht vielleicht das alles Entscheidende, wie es für einen Profi ist, aber sich wirklich zumindest vielleicht den Abend vorher, ein paar Stunden vorher schon auf das Spiel mental so ein bisschen vorzubereiten. Das machen die besten Sportler in allen Sportarten. Und das ist häufig etwas, was im Amateurbereich unterschätzt wird, nicht gemacht wird. Rick hat es gerade angesprochen. Er sagt, er hat kein richtiges Ritual, aber trotzdem wird er ein paar Stunden vorm Spiel sich vielleicht weniger unterhalten, sich ein bisschen zurückziehen und irgendwie in Stimmung bringen für das Spiel. Und das ist einfach wichtig, dass man einfach für sich rausfindet, was tut mir gut vorm Spiel und so gewisse Rituale oder eine Gleichmäßigkeit in der Vorbereitung sich angewöhnt. Das hilft auf jeden Fall, um gut im Match zu starten und ja, ein gutes Match zu absolvieren. Okay, dann die letzte Frage vielleicht an dich nochmal, Rick, und dann entlasse ich euch auch in den Abend von Salzmine bei YouTube. Wie viel Zeit investierst du in Aufschlagtraining? Zu wenig. Ja, also es ist unterschiedlich, kommt immer auch ein bisschen auf die Periode drauf an, in der wir uns gerade befinden. Aber wenn viele Wettkämpfe sind, muss ich sagen, dann ist man in diesem Aufschlagbereich natürlich auch mehr drin. Man hat viele Spiele, durch das Training auch. Wenn jetzt lange Phasen sind, wo man wenig Wettkämpfe hat, da macht man dann schon mehr Aufschlagtraining. Aber ich würde sagen, in so einer normalen Trainingswoche, wenn ich jetzt fit bin, dann ist es zwei, dreimal eine halbe Stunde am Tag oder 20 Minuten. Ja, aber natürlich, das kann man auch nur jedem Amateurspieler empfehlen. Da geht es nicht nur um den besten Aufschlag, sondern Platzierung, Geschwindigkeit ist eigentlich da das A und O. Und vielleicht in jede Ecke aufschlagen zu können, dass man sofort seinen Gegner angreifen kann, wenn man merkt, die Vorhand oder die Rückhand, die sitzt bei ihm nicht so. Und ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Alles klar. Gut, ihr zwei. Dann möchte ich mich zuallererst bei euch beiden bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und jetzt ja 1 Stunde 15 mit uns diskutiert habt über die verschiedenen Themen. Vielen, vielen Dank. Aber auch vielen Dank an alle Gerne. Zuschauer, alle mytischtennis.de User, die eingeschaltet haben. Wir steigen jetzt aus der Diskussion. Ihr dürft gerne noch weiter diskutieren, wenn ihr möchtet, unter dem Artikel in den Kommentaren oder im Chat bei YouTube oder was weiß ich, Ricardo. Eine Sache noch, Ja. ich habe natürlich die E-Mail vom Alexander gelesen und ich wollte nur sagen, wenn er die 1300 Punkte knackt, dann darf er sich gerne an mein Tischtennis wenden. Dann würde ich mit ihm eine Stunde trainieren und hoffen, dass er danach auf 1400 kommt. Ja, Also wenn er großartig. das in den nächsten Monaten oder Jahren schafft, dann darf er sich gerne bei mir oder bei meinem Tischtennis melden und dann trainiere ich eine Stunde mit ihm und hoffe, dass er dann noch mehr rausholen kann.
Super cool, vielen Dank. Ich hoffe, er guckt Danke. zu. Das Gerne. wäre sonst fatal. Ja, ich hoffe, sonst hat er es verpasst und sein Teamkollege muss ihm vielleicht Bescheid sagen. Ja, genau. Ja, Ja. schönen Abend an euch und auch an euch alle da draußen. Man muss mal jetzt inzwischen sagen, bleibt alle gesund, seht euch vor und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal bei Eingeschnitten. Macht's gut. Danke auch. Ciao.